Moin, ich bin's wieder, Sebastian. In der letzten Woche haben wir uns dem Thema Hebellängen an Orthesen gewidmet. Und auch heute soll es noch einmal um das Thema Hebelverhältnisse und Hebellängen im Zusammenhang mit Orthesen gehen, allerdings mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Wie ihr hier erkennen könnt, geht es um das Thema Beinlängenausgleich. Und an diesem Beispiel kann man gut sehen, dass das Thema Hebellängen in diesem Kontext ungleich komplexer wird. Wie wir uns der Komplexität dieses Themas im Zusammenhang mit Beinlängenausgleichen stellen, erfahrt ihr im weiteren Verlauf des Videos. Viel Spaß! Es gibt unterschiedliche Gründe, eine solche Absatzerhöhung anzuwenden. Der naheliegendste Grund ist natürlich der, dass das orthetisch zu versorgende Bein tatsächlich kürzer ist. Ein weiterer Grund kann eine funktionelle Verkürzung des Beines sein, wie in diesem Beispiel dargestellt. Die funktionelle Verkürzung beruht hier auf der kontrakten oder der gebeugten Kniestellung und der Beugung in der Hüfte. Diese beiden verursachen in der Kombination die Notwendigkeit eines solchen Beinlängenausgleiches. Ein weiterer Grund kann ein kontrakter Spitzfuß sein. Weist euer Patient also einen kontrakten Spitzfuß auf, kann es notwendig sein, einen solchen Ausgleich unter der Ferse anzubringen, um einen physiologischen Unterschenkelbodenwinkel überhaupt möglich zu machen. Wichtig zu wissen ist, dass das Maß der Absatzerhöhung Einfluss auf die verbleibende Plantarflexion hat. Wie hier im oberen Beispiel gehen wir einmal von einer Absatzerhöhung von 15 mm aus. Daraus ergibt sich in diesem Einzelfall eine verbleibende Plantarflexion von in etwa 20 Grad. Das reicht ohne Probleme aus für die Abwicklung eines physiologischen Gangbildes. Im unteren Beispiel berücksichtigen wir einen deutlich höheren Absatz von ungefähr 45 mm. Dementsprechend ist das Plantarflexionspotenzial entsprechend verringert und es verbleiben nur noch in etwa 10 Grad Plantarflexion. Diesen Umstand gilt es unbedingt in der Planung einer solchen Versorgung zu berücksichtigen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass das Beinlängenausgleichspotenzial über so eine Absatzerhöhung begrenzt ist. Sollten wir also keinen ausreichenden Beinlängenausgleich über eine solche Absatzerhöhung darstellen können, empfiehlt es sich, eine Schuhzurichtung in Form einer Plateausohle dazu zu kombinieren. Sollte auch dieses keinen ausreichenden Beinlängenausgleich schaffen können und es wird notwendig, einen Prothesenfuß unter die eigentliche Orthese zu bauen, bauen wir im Prinzip eine Orthoprothese. Und der ein oder andere von euch hat sich vielleicht schon gefragt, warum es zu diesem Thema keine Empfehlung von der Firma Fiore & Gentz gibt. Bei der Entwicklung unserer Produkte spielt die Wechselwirkung, also sprich die Kombination mit Fremdprodukten, selbstverständlich keine Rolle. Darum haben wir auch keine Erfahrung mit diesen Kombinationsmöglichkeiten und raten grundsätzlich von der Kombination unserer Produkte mit Fremdprodukten ab. Die Anwendung einer Absatzerhöhung hat also nicht nur die Einschränkung der Range of Motion in Richtung Plantarflexion zur Folge, sondern auch eine Verschiebung der anatomischen Hebelverhältnisse. Der Fersenkipphebel wird sich verlängern und der Vorfußhebel wird sich entsprechend verkürzen. Diesen Umstand gilt es in der Versorgung über mechanische Ausgleiche zu kompensieren. Wir denken also, dass es Sinn macht, die Bettung des anatomischen Fußes von der Positionierung der mechanischen Hebel differenziert zu betrachten. Wir verschieben also sowohl den Fersenkipphebel als auch den Vorfußhebel nach vorne zum anatomischen Fuß. Das hat zur Folge, dass wir diesen mechanischen Fuß, wenn man so möchte, den wir hier in Blau darstellen, so weit nach vorne schieben, dass das Lot wie immer im physiologischen Sinne durch das hintere Drittel der vorderen Hälfte der Unterstützungsfläche fällt.
Die Positionierung der Unterstützungsfläche erfolgt also der Position des Lotes entsprechend. Der auf den Polsterdummy aufgeschäumte Ausgleich wird dem Lotaufbau des Modells entsprechend zugeschliffen. Dabei gilt es, die Sprengung des Schuhs zu berücksichtigen. Die Position der Unterstützungsfläche verschiebt sich aber nicht nur, wenn man die Versorgung von der Seite betrachtet. Der hier rot dargestellte Teil markiert die Position der anatomischen Ferse. Das heißt, wenn der Patient im Spitzfuß gebettet wird, geht dies in der Regel mit einer Supination und damit der Medialisierung des Fersenbeines einher. Dies kann mit einer entsprechenden Lateralisierung der Unterstützungsfläche kompensiert werden. Hier sehen wir den weitestgehend fertig verschliffenen Fersenausgleich. Folgende Dinge haben wir berücksichtigt: eine dem Schuh entsprechende Sprengung, eine dem Lot entsprechende Fersenhinterziehung, das heißt eine Vorverlagerung des Fersenkipphebels, und eine dementsprechende Vorverlagerung des Vorfußhebels. Bedeutet also, dass die Position des höchsten Punktes der Abrolllinie der kontralateralen Seite entspricht. Demzufolge wird ungeachtet der Position der anatomischen Grundgelenke des Anwenders der Spitzenhub erst ab dem höchsten Punkt des Abrollbereiches berücksichtigt. Hier sehen wir noch einmal die gesamte Positionierung des Ausgleiches von hinten. Hier in Rot dargestellt die Position der anatomischen Ferse und hier in Blau dargestellt die Position des Fersenausgleiches. Dieser ist zum Lot entsprechend mittig ausgerichtet und sorgt so für ein stabiles Gleichgewicht in ML-Richtung für den Anwender. Um die Adaption an den Konfektionsschuh zu optimieren, macht es Sinn, die Form des Fersenausgleiches der Form eines anatomischen Fersenbeines nachzuempfinden. Hier sehen wir das zum Laminieren vorbereitete Modell noch einmal im Überblick zur letzten abschließenden statischen Beurteilung des Aufbaus. Ihr seht also, dass es mit den entsprechenden theoretischen Überlegungen möglich sein sollte, die Form des Ausgleiches schon vor dem Laminieren festzulegen. Hier sehen wir die fertige Orthese zur Überprüfung des statischen Aufbaus auf der Werkbank. Auch hier ist natürlich noch deutlich zu erkennen, dass die anatomische Ferse im Vergleich zur mechanischen Ferse stark medialisiert ist. Auch die Verschiebung des anatomischen Fußes im Vergleich zur mechanischen Unterstützungsfläche ist auch im laminierten Zustand noch deutlich zu erkennen. Die hier dargestellte Arbeitstechnik ist effizient umzusetzen und berücksichtigt alle aus funktioneller Sicht relevanten Punkte. Ja, jetzt habt ihr also unsere Interpretation zur arbeitstechnischen Umsetzung eines solchen Beinlängenausgleiches kennengelernt und ich habe euch unsere Gedanken dahinter einmal erläutert. Eine Sache möchte ich aber noch hinzufügen, und zwar geht es dabei um die Auswahl des korrekten Fußbügels. In den Bildern, die ich euch gezeigt habe, ist ein solcher gegabelter Fußbügel gezeigt und verwendet worden. Und das nicht ohne Grund, sondern weil ein solcher, ja, ich nenne ihn mal Standard-Fußbügel, den wir sonst sehr häufig und gerne verwenden, hier im Bereich des Fußrückens Probleme machen würde. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und euch das Video zum Beinlängenausgleich ganz bis zu Ende angeschaut habt. Ich denke, wir konnten dem Thema Beinlängenausgleich ein bisschen Komplexität nehmen und den ein oder anderen dafür begeistern, das gesamte Potenzial des Beinlängenausgleiches bei der nächsten Versorgung voll auszuschöpfen. Und ja, wenn ihr noch mehr Informationen braucht, schaut gerne nochmal in die Online-Tutorials oder nehmt einfach direkt persönlichen Kontakt zu uns auf. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.